willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Pipidolo 007. So, wir haben es jetzt mittlerweile geschafft, 16 Videos auf meinem Kanal Thema Windelvorstellungen hochzuladen. Und ich habe mir jetzt gedacht, hey, es fehlen jetzt zwar noch sehr, sehr viele Windeln, ja, aber nach 16 Videos habe ich mir jetzt gerade überlegt, warum mache ich nicht mal ein Video und zeige euch meine, ja, sagen wir mal, besten 4 Windeln, wo ich sage, hey, die sind wirklich top, meiner Meinung nach. Das ist natürlich jedem selber belassen. So, ja, und wie gesagt, es ist heute jetzt gerade der 7.9., bloß dass ihr mal ein Datum wisst. Es wird natürlich nochmal ein zweites Video kommen, wo halt dann weitere 4 oder mehr Windeln, die top reichen. Wie gesagt, heute geht es allein um die Top 4. Ich mach das mal so, dass ihr auch wirklich seht, das sind 4 Windeln, ja. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich werde natürlich zu jeder Windel den Link unten in die Videobeschreibung setzen, so dass ihr das dann natürlich ja, auch die einzelnen Videos zu diesen Windeln angucken könnt. So, fangen wir mal nicht mit der Top 1, sondern mit der Top 4 an, ja. Und ich komme jetzt mal einfach etwas näher. Und zwar, es geht, die Top 4 ist die von DM, und zwar die Babylove Größe 6 Plus. Ja. Warum ist es die vierte in meiner Reihe? Ja, ganz einfach. Sie ist meiner Meinung nach meiner Meinung nach recht schön. Ja. Nichts gegen das. Das Einzige, was mir ab und zu auffällt, es ist jetzt nicht immer so, ja, aber dass der Klettverschluss, quasi diese Klettstreifen, wo auf dem Klett sind, sich lösen, und das hat natürlich wenig Wert, ja. Also wie gesagt, das ist halt die DM Babylove Größe 6 Plus, die ist halt bei mir an der 4. Stelle. So, jetzt natürlich dann auch mal zur 2. Stelle, ja. Ja, Entschuldigung, zur 3. Stelle, ja, an die 3. Stelle, sagen wir mal, rutscht bei mir die Active, ja, die Active lediglich deswegen, sie ist wirklich sehr schön, sehr bequem, ja, aber ich muss sagen, die Windel, ja, eignet sich zwar als Bettnässe trotzdem, ja, aber ich habe sie ja eh nur an, wenn ich unterwegs bin, dadurch, dass sie halt die Bewegungen etwas besser ab kann, ja. Nicht wirklich zum Aufgehen, sondern einfach, dass sie halt auch beim Fahrradfahren auch nach längerer Zeit, sagen wir mal, noch bequem ist und auch noch bequem sitzt, ja. Deswegen ist die Pampers Active Fit Größe 6 bei mir an der 3. Stelle. So, jetzt haben wir hier natürlich noch 2 Windeln, ja. Diese 2 Windeln sind meiner Meinung nach, können sie beide an Platz 1, ja. Daher ist es jetzt schwer zu sagen, welche ich wohin packe, ja. Die hat den Vorteil, sie ist sehr bequem, sie hat den Nachteil, sie nimmt etwas weniger auf als diese Windel, ja. Und daher habe ich mich jetzt entschieden, dass ich diese hier an Platz 2 packe. Entschuldigung, ich bin leider etwas erkältet. So. Hier haben wir die Windel von Car Classic, also sprich von Kaufland. Die Windel habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Diese Windel ist sehr, sehr schön zum Tragen, ja, weil ich halt auch gemerkt habe, sie ist halt jetzt nicht so saugstark wie diese Pampers Baby Dry, wo jetzt nachher noch gleich kurz kommt. Kommt sie halt bei mir an die 2. Stelle, ja. Wenn die ein bisschen saugfähiger wäre, würde ich wahrscheinlich nur noch diese nehmen, aber naja. So, jetzt kommen wir mal zum Top-Sieger meiner Meinung nach, und das sind ist die Windel, die wo ich in der Nacht immer anhab, ja. Und zwar die Pampers Größe 6, ja. Die Baby Dry. Warum die in der Nacht? Erstens, sie ist durch ihre, ja, sagen wir mal, 12 Stunden Trockenheit, merkt man die Nässe nicht. Das weiß jeder, der wo Pampers kennt. Und sie nimmt einigermaßen recht viel auf. Und daher ist das der Top-Bestseller Nummer 1 bei mir in der Nacht.
Klar, wenn ich mit den anderen Windeln mal einschlafe, weil ich keine von denen mehr habe, dann ist das auch nicht auch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, das ist halt bei mir Top 1 und ich werde jetzt mal kurz dann nochmal schnell einen Cut machen, um euch mal zu zeigen, was ich ja noch so oder wo ich diese quasi herbekomme. Weil wenn ich immer sehe, die Leute gehen einkaufen, nehmen sich 5 Pakete davon mit. Ja, es gibt mittlerweile einfache Lösungen und die zeige ich euch jetzt. So, meine lieben YouTuber, hier bin ich wieder und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich ja nur eine Vorstellung von der Größe 6 Plus habe. Ich werde aber die nächsten 2-3 Tage noch ein Video von der Größe 6 hochladen, sodass ihr euch das vorstellen könnt. Ja, also dass ihr da auch ein paar Daten habt. So, jetzt zu der Sache, was ich gerade angesprochen habe. Also ich kaufe sie direkt in einem Jumbo Pack. Gibt es bei uns bei DM, bei DM sind 64 Stück drin. Ja, dadurch habe ich nur ein Paket, wo ich nach Hause schleppe. Ja, so ist man zu, ich habe jetzt gerade gesagt, es sind 64 Stück drin. Ja, ich kaufe die Pakete dann, wenn ich eh mal einkaufen bin. Also, es kann dann auch mal passieren, dass ich, sagen wir es mal so, ich habe ja kein Auto aktuell oder keinen Führerschein aktuell und wenn ich dann einkaufen fahre und ich habe aber noch Platz auf dem Fahrrad, dann fahre ich mich nach DM rein und nehme mir die hier mit. Ja, so Leute, das war jetzt ein kurzes Video von mir. Naja, kurz können wir nicht sagen, es sind schon 8 Minuten, ne? Gleich und wie gesagt, das waren die Top 4 von meinen Lieblingswindeln. Hier nochmal schnell die Windeln selber, ja, die DM Babylove Größe 6 Plus war an der 4. Stelle. Die Pampers Active Fit war Größe 6 übrigens, war an der 3. Stelle. Die K Classic von Kaufland Größe 6 war bei mir an der 2. Stelle. Und der Top-Sieger ist die Pampers Größe 6. So, bis die Tage dann. Euer Babylolo 007 und vergiss bitte den Daumen hoch nicht und das Abo. Danke.